Das Video heißt, das passiert, wenn der Teufel die Welt regiert. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar ziehen wir uns mal eine Straßenumfrage rein vom friedvollen Krieger, Alter. Shoutouts gehen raus an der Stelle, Bro. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Das Video heißt, das passiert, wenn der Teufel die Welt regiert. Ich bin gespannt, wir haben eben ein bisschen über den Glauben geredet, über den Teufel, über Gott, über wie die Welt aussieht und wo die Welt eventuell hingehen kann. Und ich habe dann versucht, einige Leute im Chat davon zu überzeugen, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben sollen, dass wir alle die Welt verändern können und dass die Menschen eigentlich das Potenzial haben, friedvoll miteinander zu leben, friedvoll mit der Natur umzugehen, mit anderen Menschen umzugehen, mit Tieren umzugehen und dass wir uns gut behandeln. So. Ich glaube, dass jeder Mensch dieses Potenzial in sich trägt und ich werde diesen Glauben niemals aufgeben, egal wer was sagt. Wichtiges Statement vorab und jetzt gehen wir rein ins Video. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal, ich liebe euch. Peter geht los, würde ich sagen, let's go. So, wir sind da. Ab geht's, in Freunde. Dieser Folge. Die Verführung lauert überall. Jeder hat seine satanischen Verse. An Gott glaube ich eh nicht. Die ist in Ordnung. Die versauen unsere Kinder wohin? Keine Ahnung. Die Welt geht vor die Hunde. Überall Sünden, Lügen, Intrigen, Täuschungen und Manipulationen. Soweit das Auge reicht, Zorn und Wollust, Krieg und Zerstörung. So nehme ich die Welt wahr. Die Dunkelheit nimmt Oberhand. Und ich dachte mir, bin ich der Einzige, der das so sieht? Und deswegen habe ich euch befragt. Und hier ist das Resultat. Einen wunderschönen Tag. Also ich muss sagen, wenn du natürlich deinen Blick immer auf die bösen Dinge, die auf der Welt passieren, richtest, so wie er das auch tut, wie ich das auch tue, mit dem, was wir tun, so, weißt du, haben wir automatisch den Blick auf die Dinge, die halt nicht gut laufen in der Welt und auf die Leute, die halt was Negatives zur Welt beitragen und ja, haben da den Fokus so ein bisschen drauf. Ich glaube aber, wenn du den Fokus auf die guten Sachen lenken würdest, dann würdest du das Gefühl haben, dass das Gute Überhand hat in der Welt, weißt du? Oder dass sich das zumindest ausbalanciert. Deswegen liegt es auch viel daran, wo du den Fokus drauf legst, so. Und selbst wenn das Böse Überhand nimmt oder wenn das Böse immer größer wird, glaube ich trotzdem, dass das Gute am Ende gewinnen wird, weißt du? Und daran glaube ich halt und den Glauben werde ich auch nicht aufgeben. Aber ja, ich, um ehrlich zu sein, so wie ich jetzt hier heute sitze, glaube ich nicht, dass das Böse in der Welt größer ist als das Gute. So. Glaube ich nicht. Weil ich sehe immer noch viele Menschen, die einfach ein gutes Herz haben. Ich sehe immer noch viele Menschen, die versuchen, anderen zu helfen, die ein gut. Aber die haben halt nicht die Macht und die haben halt nicht die Reichweite und die haben halt. Die sehen wir halt nicht so präsent wie die Bösen. Und deswegen denken wir, dass die Bösen mehr sind. Aber ich glaube, dass die Bösen eigentlich viel weniger sind. So. Aber uns das Gefühl geben, dass sie mehr sind und dass wir dann sagen, ja, scheiß drauf, wir können eh nichts verändern und den Kopf in den Sand stecken und dann einfach mitspielen, weißt du? Und davon überzeugt sind, dass die die Überhand haben. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht daran, dass die die Überhand haben, ich schwöre dir. Und ich glaube, wenn wir das alle realisieren würden, dann könnten wir auch was verändern. Viel mehr verändern so, weil wir sind eigentlich viel mehr. Meine Herren, wir drehen eine Umfrage zum Thema Satan und Gott. Leben wir gerade in einer göttlichen Welt oder in einer satanischen Welt? Wie siehst du das? Darauf kann ich gerade gar nicht. Oh shit, Digga. Die ist ja hart voll tätowiert. Antwort. Warum nicht, Digga? Das hätte mich jetzt interessiert bei ihr. Umzeichen hier tätowiert gehabt, Digga. Krass. Sag dir so, wie es ist. Auf gar keinen Fall an einer göttlichen. Also man merkt auf jeden Fall, die Menschheit sinkt immer tiefer, ja. Ist leider. So. Leider Gottes. Wir dürfen leider keine Interviews geben. Da müsst ihr eine Genehmigung. Ich kann euch zensieren auch. Das wird auch gehen. Trotzdem. Tut mir leid. Der Teufel um uns herum. Überall. Das spüren wir zumindest. Die ist süß. Im Moment ist ganz komisch. Also man versucht sich halt auf das Gute zu konzentrieren, aber wenn du halt immer nur das Gute siehst, dann ist schwierig. Okay, aber leben wir in einer satanischen Weltunordnung oder einer göttlichen Weltordnung? Wie gesagt, große Genehmigung. Leben wir in einer satanischen Weltordnung oder in einer göttlichen Weltordnung? Das ist schon eine heftige Fragestellung an der Stelle, ne? Was sagt ihr denn? Genehmigung, okay. Ist der Teufel gerade auf Erden? Haben die sich in der Hand, Digga, die zwei? Oh shit. Haut's? In der göttlichen Weltordnung. Wie gesagt, brauchst du Genehmigung. Genehmigung, okay. Das ist Deutschland, Digga. Wie gesagt, brauchst du eine Genehmigung. Teufel gerade. Ach du Scheiße, ja, Digga, krass. In jedem steckt ein Teufel. In Ihnen, in mir. In allen steckt ein Teufel. Hm? Jeder hat seine satanischen Verse. Also wir sind weit weg von der göttlichen Ordnung. Ja. Was stellst du dir unter göttlichen Ordnung vor? Respekt, Nächstenliebe eigentlich. God is everywhere. Ja, ja. God is facts. And the devil is also everywhere. But you as a person needs to wake up
realize that and help others. Show them the light. Facts. Der hat recht. Gott ist überall, der Teufel ist auch überall. Du entscheidest dich als Mensch quasi, wem du Aufmerksamkeit gibst. So. Wir haben auch alle was Göttliches und was Teuflisches in uns. Das hat mal einer mit einer guten Metapher gesagt. So. Wir haben einen schwarzen und einen weißen Wolf in uns und es kommt darauf an, welchen wir füttern. Und den, den wir füttern, der wird stärker, der wird größer, der wird Überhand nehmen. So. Und das ist eigentlich schon eine sehr gute Erklärung dafür, dass wir alle eigentlich dazu beitragen könnten, dass wir in einer göttlichen Weltordnung leben, wenn wir einfach selber das Göttliche in uns mehr füttern als das Teuflische. So. Und deswegen sage ich auch immer, wir können als Einzelner die Welt verändern, indem wir bei uns selbst anfangen. So. Und ich sage dir, wenn du ein Typ bist, der den weißen Wolf mehr füttert und diese Strahlung hat und nach außen trägt und andere Leute dich sehen, du inspirierst andere Leute automatisch dazu, das auch zu tun. Ja, und so sorgst du dafür, dass die Welt sich verändert. Irgendwie etwas nicht stimmt, etwas gegen Gott, etwas gegen die Natur, etwas gegen die Religion, gegen die Liebe, gegen die Wahrhaftigkeit. Irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht und das spüren wir alle. Bist du eine Frau oder ein Mann? Dieses Gespräch hat... Was sagt er denn jetzt hier? Den Kollegen. Ja. Genau das Gespräch. Halbes, halbes. Du bist halb. Halbes, halbes. Ja. Sieht aus wie eine Frau. Ja. Du hast ein Kind bekommen. Ja, eine Wenn Katze. Das, eine Katze. Achso, also... Eine Katze? What the fuck? Du bist halb halb, bekommst eine Katze. Ja, weil alles unnormal, da kommt unnormale Kinder. Schrecklich. Was erzählen die da? Fürchterlich. In Kinder. Tochter ist süß, Digga, muss ich nochmal sagen. Sind die schon hier Kuschelgruppen, Erwachsene können mit Kindern kuscheln und sowas. Und wenn du was dagegen sagst, dann bist du noch ein Arschloch. Ah. Ja. Geil, der hört sich an wie Charo. Das wäre aber... Was, Bruder? LGBTQ-feindlich. Auf jeden Fall habe ich dann diesen jungen Mann dabei beobachtet, wie er eine Jacke vom Boden aufhebt, die ein Wildfremder verloren hat, ihm hinterherläuft, um sie ihm zurückzugeben. Cute as fuck, ja, ne? Voll die süßen Vibes. So Frauen mag ich, Mann. Ich mag Frauen, die süß sind. Ich mag nicht Frauen, die so geil sind. Kennst du? Ich liebe Frauen, die süß sind, mit so süßen Augen, die so eine süße Ausstrahlung haben. Süß ist immer besser als geil. Das habe ich schon ganz früh gesagt. Für mich gefundenes Fressen. Was juckt dich denn die Jacke von denen? Warum sollst du überhaupt anderen Menschen helfen? Es kümmert dich doch mal lieber um dich. So denken moderne Satanisten. Der moderne Satanisten definieren sich vor allem dadurch, dass sie radikale Egoisten sind. Und ich bin mir sicher, du kennst da draußen mehr als genug Menschen, denen diese Jacke scheißegal gewesen wäre. Einfach, weil man gutherzig ist, oder? Also, wir müssen uns immer gegenseitig helfen, ansonsten kann unsere Gesellschaft doch nicht funktionieren. Du, wie süß, Digga. Wir müssen uns immer gegenseitig helfen. Sonst kann die Gesellschaft doch nicht funktionieren. Guck mal, es gibt viele Menschen, die haben das noch im Herzen drin. Ist so. Genau, wie viel ich mache gut in meinem Leben, ich krieg das am Ende. Das kommt alles wieder zurück. Facts. Mit positiver Energie. Siehst du, da hat die das her, glaube ich, von ihrer Mom. Ey, falls ihr das seht, Lovelock ist da. Du vollkommen. Aber die Menschen draußen, geben sie oder nehmen sie? Sie nehmen, aber es interessiert mich nicht. Leben wir in einer Welt, wo mein Ego, meine Wünsche, mein Leben wichtiger ist als dein Leben und deine Wünsche? Ja, ja. Leben wir in einer egoistischen Welt? Deus sagt gerade, das ist auch eigentlich der Naturzustand. Ja, genau, deswegen glaube ich auch daran, dass wir Menschen so leben könnten. Weißt du, wenn wir uns alle von der Programmierung befreien könnten und das, was die uns eingetrichtert haben, wie der Mensch eigentlich ist, so, wenn wir das aufgeben würden und uns wieder neu definieren und zwar natürlich definieren mit unserem Bewusstsein in Verbindung mit der Natur und allen anderen Sachen, so, dann würden wir automatisch checken, dass wir eigentlich alle gute Menschen, wir sind alle gut, wir sind gut eigentlich, Bro, natürlich gesehen, so. Also in einer solchen Welt leben wir. Das glaube ich schon. Genau, aber wir denken immer nur an uns selber und sagen dann, naja, ich bin ja gar nicht eigentlich so, aber weil alle anderen ja auch so sind, denke ich jetzt genauso. Aber an sich bin ich voll der liebe Typ. Aber alle anderen sind ja die riesigen Arschlöcher auf der Welt. Deswegen bin ich jetzt auch. Das nach. Deswegen mache ich es einfach nach. Aber ich bin ein guter Mensch. Alle anderen sind ja riesige Wichser. Dann hast du aber keinen Charakter. Dann bist du ein Charlatan. Ja, dann bist du ein Charlatan. Genau, so sieht's aus, Bruder. So sieht's aus, genau. Ja, also man. Der Bruder hat immer voll die Energie am Start, ne? Sich quasi selbst, um sein Ego zu behalten und ein gut. Die Musik passt nicht, Bruder. Was machst du da? Gefühl und. Der braucht ein bisschen Hilfe, glaube ich so. Grundsätzlich muss ich sagen, der hat schon Potenzial, weißt du? Aber ja. Selbst zu haben. Naja, Egoismus ist für mich eigentlich. Was ist das für eine Musik, Digga? Wenn man so sein eigenes Wohl über das Wohl anderer stellt und halt nicht danach schaut, was seine. Hä? Mit anderen Menschen. Was hast du gemacht, Digga? Lösen. Oder halt auch mit anderen Lebewesen. Ich finde, das ist gar nicht göttlich. Ich finde das auch ziemlich schlecht. Das ist ziemlich blöd, dass es Ego gibt. Und man sollte vielleicht das Ego so ändern, dass man die Leute vielleicht dazu inspiriert, dass es tatsächlich kein Ego mehr gibt. Der Dicker, da muss schöne emotionale Engelsmusik unten drunter. Ja, je Sinn. Bruff.
dass man die Leute vielleicht dazu inspiriert, dass es tatsächlich kein Ego mehr gibt, weil das wäre auch viel besser. Man würde viel mehr an die anderen Leute denken und an den Planeten. Am Ego ist an und für sich... Guck mal, wie süß, Bruder. Boah, Digga. So. So. Da ist doch das Gute, Mann. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Das Schlechtes, würde ich sagen. Das stimmt. Das Problem ist... Aber wenn ich mein Ego über dein stelle, halt eben, wenn ich dich gerade vergewaltigen möchte und ich sage so, das mache ich einfach jetzt. Wenn ich Fleisch esse. Fleisch essen heißt, dass das Leben eines anderen Lebewesens ist, ist ja kein Mensch. Aber oder Sklaven mit anderen Menschen. Oder auch wenn ich... Der ist auch auf diesem Ding-Vibe unterwegs jetzt, vegan-Vibe unterwegs, oder was? War der schon immer so? Du willst gerade die Musik leise haben, ich will die aber gerade laut haben und ich sag, du bist mir egal. Mein Wunsch, die Musik laut zu haben, ist wichtiger als dein Wunsch, die Musik leise zu haben. Mein Wunsch ist wichtiger. Es ist meine Welt, es ist mein Ego. Ich bin wichtiger als du. Leben dieser Welt. Weil manche denken, die ganze Welt dreht sich nur um ihn. Aber das geht nicht. Warum sind wir... Bruder, ich küsse dein Herz. Der Kleine braucht einen Kanal. So. Sofort unterstützen, ich schwör's dir. Der hat gute Vibes. Der hat schon diese Überzeugung auch gehabt, so, ich würde mir gerne mal den seine Eltern, und das ist genau das, was ich meine, der hat bestimmt bewusste Eltern, so. Bestimmt Daddy, der auch hier Lovestream manchmal reinzieht oder so, weißt du? Hundertprozentig, deswegen, wir müssen Kinder kriegen, die so sind. Eins und du bist meine Schwester und wir sind füreinander da, obwohl wir es nicht kennen, trotzdem, dir fällt etwas auf den Boden, ich heb's für dich auf und sag, hier, bitteschön. Als wär ich mit dir befreundet. Werte, die uns im Fernsehen so vermittelt werden, in der Musikindustrie, in der Filmindustrie, sind es eher so gute Werte oder eher uns zur Sünde hinzuführen und die Sünde zu legalisieren und zu normalisieren? Die Sünde wird normal. Genau, das stimmt. Vor allem, wenn man auch guckt, die Menschen, die eine hohe Reichweite haben, sei es Celebrities, da sehen wir ja öffentlich, sei es Sam Smith oder Doc. Die hat gute Vibes, ja, sag ich dir ehrlich. Ich bin ein bisschen verliebt schon so. Die sich mittlerweile öffentlich zeigen, da sieht man schon, dass sie ja wirklich ihre Seele verkauft haben. Die reden. Also Augen-Aluhut ist schon mal da. Wir vom Drogenhandel oder, keine Ahnung, Waffen und so. Koks, Rauchen, alles scheiße Sachen halt. Die versauen unsere Kinder, wohin? Ja, wird einem schon so vorgelebt. Das wird einem so vorgelebt? Ja. Könnte besser sein, ja, ist klar. Ich glaube halt, dass der Markt halt das bedient, was die Zuschauerhaft halt hören möchte, so im Endeffekt. Zuschauerhaft? Ja. Lieben wir die Sünde? Keine Ahnung. Ey, mit McDonalds-Ding, Alter. Schön bauchfrei, bauchenges Oberteil, Alter. Schön die Nippel raus. Digga, ich küsse deine Zirbeldrüse, Bro. Ruf mal an, Digga. Dir mache ich einen Trainingsplan for free. Ist zum Beispiel lieber den leckeren Burger, der dreckig, der saftig, der verschmutzt ist und so weiter, anstatt quasi irgendwas Gesundes, Leckeres und Schönes. Also wir selber sind ja so getrimmt, dass wir uns eher so auf diese Sünde, dass die Sünde auch Spaß macht irgendwo. Ungesund, aber schmeckt. Schmeckt, aber da ist doch nur Scheiße drin, nur schlechte Sachen drin, die uns doch nur verdirbt, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Am Ende hat... Ich vermisse Deutsche irgendwie, ja? Warum, Digga? Ich guck dieses Video und denk so, irgendwie vermisse ich Deutschland. Dann ganz schlechten Körper und stirbt dann ganz früh. Traurig, ja. Aber alles ganz normal, hä? Ja, ganz normal heutzutage, ja, leider. Wie, du trinkst keinen Alkohol heute, ne? Ja. Warum trinkst du nicht? Ich trinke nicht, warum? Das ist ganz komisch. Du wartest mit dem Sex bis zur Ehe? Ja, was bist du denn für eine? Ja, so ungefähr. Das ist ja prüde. Prüde ist eine... Ja, das ist Facts. Beleidigung. Prüde ist eine Beleidigung. Bro, 80% NPCs hier. Naja, darum geht's gar nicht, Digga. Ist wahrscheinlich Dings so, keine Ahnung. Du wirst das Land, wo du herkommst, wirst du immer auf eine gewisse Art und Weise vermissen. So, weißt du, wenn Familie da ist und so. Und ja, Digga, Community ist da. So. Ich hab mir das heute auch gedacht. So, ich bin so draußen, ich bin so in der Sonne, Digga. Ich denk, alles geil, Digga. Sonne ist da und so. Und trotzdem habe ich so an meine Familie gedacht, an Freunde und so, an Leute, die in Deutschland sind und dachte so, oh, wäre schon mal wieder geil, mit denen mehr Zeit zu verbringen. Weißt du? Lob. Jemand, der jetzt Wochenende feiern, trinken, saufen, ficken geht, der ist so, macht doch jeder so. Ja, das ist ganz verdreht. Und wir alle feiern das, wir alle wollen das. Also jeder von uns will das neue Auto, die neue Uhr, den neuen Schmuck, das neue Instagram, wir wollen immer mehr haben und so weiter. Nee, das geht auch um, die Welt hat dich erschaffen, um Gutes zu tun. Digga, wer ist er denn? Und um Liebe zu finden. Wow, Digga. Das Glück im Inneren und bei Gott finden, wenn wir reingehen in die... Bro, der Kleine ist der King, Alter, ich schwör's dir. Der ist der King, Alter. Sünde, du kommst davon nicht weg. Du willst immer mehr und immer mehr und immer mehr haben. Du willst mehr haben. Klar ist das für einen Moment gut, aber im Endeffekt sei scheiß. Digga, das macht mich voll glücklich, ja, den zu sehen. Die Millionäre bringen sich um. Weißt du warum? Weil ihnen irgendwas fehlt in der Seele. Und
Facts. Das ist richtig. Verstehst du, Bruder? Das liegt daran, weil das Glück im Innern zu suchen ist und nicht im Äußern. Ich würde gerne mal die Eltern jetzt von dem Kleinen sehen, ich schwöre dir, Digga, der ist safe all. In dem Video sind ein paar Leute, also sind echt einige Leute, die sind so mit uns connected, habe ich das Gefühl. Aber genau dahin will der Teufel dich bringen. Sinnesfreude statt Abstinenz. So lautet der erste Grundsatz der Church of Satan. Der ganze... Echt, Digga? Zeig mal. Freude statt Abstinenz. So lautet... Die neuen satanischen Grundsätze. Satan bedeutet Sinnesfreude anstatt Abstinenz. Oha. Satan bedeutet Lebenskraft anstatt Hirngespinste. Satan bedeutet unverfälschte Weisheit anstatt heuchlerischen Selbstbetrug. Satan bedeutet Güte gegenüber denjenigen, die sie verdienen, anstatt Verschwendung von Liebe an Undankbare. Fuck you, Bruder. Satan bedeutet Rache anstatt Hinhalten der anderen Wange. Krass, Digga. Guck mal, da seht ihr. Ja. Satan bedeutet Verantwortung für die Verantwortungsvollen anstatt Fürsorge für psychische Vampire. Satan bedeutet, dass der Mensch lediglich ein Tier unter anderen Tieren ist. Manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner. Da er aufgrund seiner göttlichen, geistigen und intellektuellen Entwicklung zum Bösartigen aller Tiere geworden ist. Satan bedeutet alle sogenannten Sünden, denn sie alle führen zur physischer, geistiger oder emotionaler Erfüllung. Oha, Digga. Satan ist der beste Freund, den die Kirche jemals gehabt hat, denn er hat sie all die ganzen Jahre über am Leben erhalten. Fuck you. Das ist der Grundsatz der Church of Satan. Der ganze Materialismus aber ist eine Lüge der Matrix und bringt dich rein ins Ego und damit in die Täuschung. Die Lüge ist die Wahrheit, die ist die Lüge. Also ich fühle auf jeden Fall, ich merke, dass sich von Sünden fernhalten teilweise anspruchsvoll ist und sich vielleicht im ersten Moment erstmal schwierig anfühlt, aber dir langfristig Liebe gibt, gute Sachen gibt. So. Also ich merke für mich persönlich, umso mehr ich mich von Sündensachen, von Dingen, die mir als Mensch eigentlich nicht gut tun, aber die mir vielleicht mal ein gutes Gefühl geben für den Moment, so mehr ich mich davon trenne, umso glücklicher bin ich langfristig, umso weniger Up and Downs habe ich, umso stabiler bin ich auch in den Dingen, die ich tue, so, weißt du, zuverlässiger, göttlicher einfach. Ich merke immer wieder, dass wenn ich anfange, Sünden aus meinem Leben rauszustreichen oder mich selbst zu disziplinieren bei gewissen Sachen, wo ich weiß, dass sie mir nicht gut tun, dass mein Leben dann sich verbessert, so, weißt du, langfristig. Das ist ein längeres Ding. Es gibt dir langfristig mehr Joy. Ja, das glaube ich schon, aber die Rettung ist in sich, wenn man so will. Also die Sünde. Die Rettung ist in sich, wenn man so will. Normalisiert und das Richtige wurde tabu. Sex vor der Ehe ist auch von Satan. Ja, jemand, der zu... Sehr gut gesagt, ja, leider. Leider. Aber vielleicht, wenn die Dunkelheit so groß geworden ist, kann man das Licht auch sehen. Was ist damit? Ich hab auch... Facts, hat er recht. Ich weiß nicht, Sex vor der Ehe... ich glaube, also ich persönlich bin mittlerweile so eingestellt, dass ich sage, dass eigentlich, dass ich mir bewusst darüber bin und das merke ich auch, wenn Sex dazu da ist, ein Lebewesen zu kreieren, also wenn du wirklich eine Frau hast, mit der du Sex hast, wo du wirklich auch Kinder mit ihr vorstellen kannst und Kinder mit ihr möchtest, so, dann ist das keine Sünde, meiner Meinung nach. Dann ist es was Heiliges, so. Alles außerhalb davon... Sag ich dir ehrlich, umso mehr ich mein Bewusstsein steigere, umso mehr merke ich, wie das eigentlich ja so Ding ist. So. Man hat manchmal dann diese Gedanken, was machst du eigentlich, Digga? Was bringt das hier jetzt eigentlich gerade, weißt du? Sie ist im Grunde schon aufgehört, diese Musik zu hören. You know, everyone has a choice. Everyone has their own journey they need to walk. Facts. So, yeah, someone can give you advice, but someone cannot take the advice from you. They need to see it for themselves. They need to understand what it means, you know? To go through. Stabiler Bruder, Alter. Like this. Zum Beispiel, ey, ich, ne, ich bin Jungfrau, ich schwöre, ich war noch nie feiern, noch nix. Echt jetzt? Nicht von mir, ich denk's auch nicht von dir, aber ich weiß nicht, wie du bist, aber die Menschen, ey. Krass, auch blaue Augen, der Cousin, ne? Der ist einfach Jungfrau, ja? Warum bin ich, weißt du? Hä, warum glaubst du? Ja, okay, geh dein Weg, ich geh meinen Weg. Eigentlich musst du sagen, du... Stabil, Bruder, zieh durch. Güte, danke. Boah, voll nett, dass du das wertzuschätzen weißt. Danke dir. Das wäre der Begriff bei Brüde. Das wäre Brüde. Das ist auch aber so, daran merkst du schon, wenn ich sowas höre, dann habe ich Respekt vor dem automatisch so. Denke ich mir so, krass, Digga, weil der sieht auch fresh aus. Der könnte, wenn er wollte, aber der diszipliniert sich so, weißt du?
Da merkst du schon, dass der eigentlich schon auf jeden Fall was richtig macht, so. Brüder ist etwas Schlechtes, nichts Positives. Das ist doch verdreht, oder nicht? Leben wir in der Endzeit? Also wenn nackte Männer ihren Penis den Kindern gegenüber... Nein, das ist Haram, Bruder, das geht gar nicht. ...zeigen in der Öffentlichkeit. Wie? Das ist doch was ganz Normales. Nein, für mich nicht, für dich auch nicht. Du tust nur so jetzt. Aber ist das nicht, das Ende ist nah, die Offenbarung kommt, der Untergang ist da? Natürlich, Bruder. Steht doch alles festgeschrieben. Alles wird immer schlimmer und schlimmer. Ja klar, hundertprozentig. Aber ist das Licht auch zu erkennen in einer immer dunkler werdenden Welt? Ich finde zum Beispiel interessant, dass Lucifer, wie wir ihn als Teufel bezeichnen, eigentlich der Lichtbringer bedeutet. Ja? Also natürlich derjenige, der das Licht in das Dunkle bringt. Also ist eigentlich der Lucifer gar nichts. Deswegen ist es schwierig. Und was? Ja, das ist halt deep, Bruder. Das Dieb. Schön, was hat Lucifer gemacht? Was hat der Lichtbringer gemacht? Was hat der Satan gemacht? Er hat Licht ins Dunkel gebracht. Nämlich, dass die Ärzte schon davor korrupt gewesen sind. Das wusste halt eben nur niemand. Aber jetzt weiß jeder, dass die Ärzte gegen Gott vergriffen haben und kleine Kinder tyrannisiert. Und der hieß aber auch schon Lucifer, der hieß doch schon Lucifer, bevor Gott den auf die Erde gejagt hat, mäßig, oder? Das ist sehr philosophisch, die Geschichte mit Lucifer. Licht bringt dies, das, bla bla bla. Das Licht von Lucifer ist eine Falle. Kann man so auch interpretieren. Also das ist auch Philosophie dann. Je nach Perspektive, je nach Interpretation, so mäßig, weißt du? Eingesperrt, Masken, die Oma wird sterben, das war gegen Gott gewesen, das war aber Licht gewesen. Jetzt wissen wir nämlich, dass die Regierung, die Medien, die Politiker, also die haben Licht gebracht. Das Dunkle hat das Licht ja erst erzeugen können. Okay. Kommt dadurch eben ans Licht, genau. Das Satanische daran ist es, dass die uns verkaufen, als wäre es für uns. Aber in Wahrheit, bei Gott ist es genau gegen uns. Das ist halt krass. So kann man es nämlich auch interpretieren. So. Das ist ein Fake-Licht, kann man auch sagen. So. Weißt du? Der einfach so heißt, damit die Leute überzeugt davon sind, dass es ein Guter ist und der dich dann in die Misere, in die teuflische Richtung zieht, sag ich mal so, weißt du? Ist eh alles... Am Ende des Tages auch Begriffsbestimmungen, Begriffe, die auch vom Menschen erschaffen wurden, muss man ganz klar so sagen, wie das ist. Und deswegen sowieso, also ich sag, du, das Licht oder das Gute und deine eigene persönliche Erleuchtung findest du ohne irgendwas. Da brauchst du nichts für, außer dich selber, weil wir alle tragen das in uns so, weißt du? Diese ganzen anderen Sachen, auch Religion, Bücher und diese ganzen Sachen, können dir teilweise dabei helfen, können dir Anregungen geben, können dich auch vielleicht dabei unterstützen am Anfang, dies, das, bla bla bla. Aber ich glaube, am Ende des Tages bin ich überzeugt davon, dass wir eigentlich nichts von diesen ganzen Dingen bräuchten, um uns selbst zu realisieren und das Göttliche in uns zu finden und Erleuchtung zu erlangen. Außer uns selber. Wir brauchen nichts von außen. Gar nichts. Deswegen gibt es auch Menschen, die auch schon vor Religion quasi Erleuchtung erlangt haben, weißt du? Und es gab es schon immer, glaube ich. Und dazu brauchst du nur dich selbst und Ruhe und die Natur. Weil Gott ist überall. So. Das ist ultimativ für mich, weißt du? 100% unterschreiben. Jeder ist käuflich. Alles ist käuflich. Alles. Jeder ist nur eine Hure. Aber das ist halt so aus, dass das von den zwei Jungs kommt, wundert mich nicht, Digga. Ich bin nicht käuflich, Bro. Teste. Ich bin jetzt sofort in dieser Sekunde, wo ich hier sitze, bereit dafür zu sterben, für meine Überzeugungen. Ich würde sterben, jetzt sofort. Das glaubt ihr mir nicht, aber das ist so. Mich kannst du nicht kaufen. Es gibt keinen Preis bei mir so. Ja, ich weiß, was er meint, bei den meisten ist es so, aber es gibt Menschen, die sind nicht käuflich. Jeder ist käuflich, alles ist käuflich. Alles. Jeder ist nur eine Hure. Aber wie gesagt, die Rettung naht. Der Tag wird kommen, wo man jeder Mensch gerechnet wird. Was glaubt ihr dazu? Glaubt ihr, jeder Mensch ist käuflich? Eins in den Chat. Glaubt ihr, dass alle Menschen Huren sind und jeder Mensch einen Preis hat? Eins in den Chat. Oder glaubt ihr, dass es Menschen gibt, die bereit sind, für ihre Überzeugung zu sterben, die du nicht kaufen kannst? So. Zwei in den Chat. Seid ehrlich. Und das ist das Yom El-Riyama. Und jeder muss wissen und so. Alles, was er macht, irgendwo in den Tag wird bei ihm gerechnet und so alles. Das ist alles Sünde, alles Sachen, was du auf der Welt gemacht und so. Ist die Sünde die letzten 10 Jahre ist mehr oder weniger geworden? Viel mehr, aber du weißt selber. Gut so. Viele Leute schreiben 2 rein. Alle schreiben eigentlich 2 rein so. Wir hatten die Diskussion hier auch schon öfter im Chat, wo eigentlich die meisten davon überzeugt waren, dass jeder einen Preis hat irgendwo. Gut, dass die Sünde immer mehr wird. Denn die Sünde ist nichts Schlimmes. Sie testet dich und spricht dabei deine niederen Instinkte an.
Facts. Unser geringeres Selbst. Und desto dunkler es dabei wird, desto mehr Licht kann entstehen. Es ist der Kampf mit uns selbst. Denn Gott und Teufel sind in dir. Lass die Glocke aktivieren, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Bruder, du brauchst einen YouTube-Kanal, aber schnell. Sag ich dir so, wie es ist. In dieser Folge. Starkes Video, sag ich euch ehrlich. Also sehr viele gute Menschen auch hier im Video gewesen. Hat mich zu guten Talks angeregt. So, war spannend, war cool. Also ich mag den friedvollen Krieg, auch wenn der manchmal ein drüber ist. Und auch musiktechnisch, musikauswahltechnisch auch nochmal ein bisschen schauen müsste. Meiner Meinung nach so. Trotzdem gutes Ding auf jeden Fall. Liebe geht raus. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Der Kleine hat geprägt. Brutal.